Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside World Spirits. Ich bin Wolfram Ortner und begleite Sie durch die Welt der Spiritosen. Heute dreht sich alles um die Haselnuss, genau gesagt um die geistige Form der Haselnuss. Dazu habe ich wieder einige Gäste eingeladen. Durch die Sendung wird mich Hubertus Fallender von der Mosel begleiten, der circa vor 25 Jahren diese geistige Form der Haselnuss erfunden hat. Servus Hubertus. Servus Wolfram. Ich bin froh, dass du heute da bist. Ich meine, wir kennen uns ja schon sehr lange. Vor 30 Jahren haben wir unser Betriebsjubiläum gefeiert, du auch. Und wenn man eigentlich nachliest in einer Biografie, mehr oder weniger, die über dich geschrieben wird, dann bist du vom Tischler über Kreateur, über Go-Kart-Fahrer, über Autorennfahrer bis hin zum Destillateur. Du bist eigentlich ein Lebemensch. Erzähl ein bisschen über dein Leben, wie du dich in diesen letzten 30 Jahren entwickelt hast. Ja, angefangen hat das eigentlich mit einer Schreinerlehre im Kloster. Ich war 3 Jahre lang im Kloster. Harte Zeit. Ja gut, ich bin ja heute auch wieder beim Geist, folglich schließt sich da der Geist wieder. Jawohl. Und danach habe ich ja kaufmännische Lehre gemacht. Und in dem Kloster gab es eine Brennerei und da habe ich so die Berührung gehabt und musste ab und zu mal aushelfen, weil der Brenner, wie man so schön sagt, öfters mal indisponiert war. Also sprich, zu viel getrunken hat. Und dann durfte ich aushelfen und da war mir das so langweilig, dass ich gesagt habe, hör mal, da muss ich was ändern. Und da habe ich angefangen zu konstruieren, weil Physik, Chemie, das hat mich interessiert. Und da habe ich da Vollgas gegeben, habe mich selbstständig gemacht mit der Konstruktion und dem Vertrieb der Brennanlagen. Aber heutzutage gibt es ja Ausbildungen für Brenner, aber du hast eigentlich wirklich das Glück gehabt, dort brennen zu lernen, die ganze Materie von der Pike aufzulernen, wo es eigentlich zu Hause ist. Die ganzen Elixiere, die ganzen Bitter haben eigentlich die Basis in den Klöstern in der Vergangenheit gehabt. Und du beschäftigst dich auch von Bohnenkamp über Obstdestillate. Deine Bandbreite, das Sortiment ist ja sehr breit gestreut. Ja, ich bin auch ein bisschen familiär geprägt. Mein Vater hat in einer Brennerei gelernt als Kaufmann und hat dann einfach so ein bisschen rumlaboriert. Und so kam ich zu den Kräutern. Ich musste jeden Sonntag riechen. Und so wurde die Sensorik geschult und so wurde ich auch für meine Sensorik später bekannt. Deshalb bin ich meinem Vater heute noch sehr, sehr dankbar, dass er mich an allem hat schnuppern lassen. Tradition kann ja sehr oft auch ein Hemmschuh sein. Ich meine, du hast das Glück gehabt, dass dich die Tradition, die dein Vater schon gelebt hat, vorangetrieben hat oder vorangebracht hat. Aber du bist ja jetzt auch so am Wendepunkt oder am Scheitelpunkt, dass die nächste Generation bei dir schon in Betrieb steht. Ja, das ist natürlich ein Sechser am Lotto, wenn du so willst. Dass jetzt mein Sohn Mario sich entschieden hat, das weiterzumachen. Und es gibt nichts Schöneres, wie Wissen weiterzugeben. Und ich habe ein bisschen was vom Vater und er kriegt wieder eine ganze Portion vom Vater. Und er wird seine eigene Richtung gehen, aber er wird es weitermachen. Und das ist, denke ich, das Schönste an einer Tradition, dass es weitergeht. Wenn es dann heutzutage angepasst wird und wenn die richtigen Tuning-Schrauben gedreht werden, auch wenn es so konzipiert ist, in meiner Brennerei wird das niemand übernehmen, du hast das Glück. Aber jetzt spreche ich mal über die Haselnuss. Ja. Wie bist du auf die Nuss gekommen? Per Zufall. Ja, kurz und bündig. Aber bei Zufall passiert eigentlich nur Unfall. Ja, also, ja, aber es ist so, ich habe ja als Schreiner schon Hobelspäne eingelegt. Ah, ja. Von der Nussbaum, von der Eiche, vom Ahorn, vom Kirschbaum. Und ja, irgendwann war auch das Haselnussgewächs dran und so hat man das eingesetzt, das war aber sehr bitter. Und dann kam man zur Nuss und wie der Teufel es will, war ich parallel dazu in einem anderen Bereich mit Vanille am Arbeiten und da fällt mir so ein Stangel da rein. Und so fing das eigentlich an, dass ich gedacht habe, puh, das passt ja wunderbar zusammen. Und so ging es dann weiter, etwas mehr mit Überlegung und System, aber der Beginn war Zufall. Wie muss man sich das vorstellen? Du verwendest ja in erster Linie die Piemonteser Haselnüsse. Ich bin heuer durch das Piemont gefahren, Barolo-Gebiet hinten, unglaublich. Ja. Ich habe immer gedacht, Barolo assoziiert man immer mit Wein. Ich glaube, es gibt genauso viel Haselnusssträucher wie Weinsträucher dort auf gut Deutsch oder Bäume. Es ist unglaublich,
was dort abgeht. Ich glaube, dass die wahrscheinlich bei der Haselnuss die Wertschöpfung höher ist wie bei Oliven. Aber wie bekommst du eigentlich die Haselnüsse angeliefert? Wie kaufst du die? Ja, es ist so, ich meine, die Permontnuss ist eine Ausnahmenuss. Das steht fest, weil es ist kein Massenartikel. Es ist ein Genussmittel, wo du auch selber vielleicht 3-4 Nüsse isst und bist dann schon auf einem unheimlichen Level, was die Aromatik angeht, wo du bei der anderen Nuss nie hinkommst. Und ja, es ist immer sehr anstrengend, ins Piemont zu fahren und Nüsse zu kaufen. Das ist ja eine Gegend, wo Genuss zu Hause ist. Und von daher habe ich mich auf diese Nuss spezialisiert, weil sie A, eine ganz besondere Aromatik hat und B, wenn du direkten Kontakte zu den Anbauern hast, es ist wie beim Wein, du kaufst immer direkt besser beim Weingut als wie über einen Handel. Und dann kriegst du auch die passenden Nüsse in der passenden Reifheit. Du kriegst die Nüsse mit den Schalen? Nein, ich kriege sie ohne die Schalen, aber vakuumiert. Das heißt, direkt nach dem Schälen werden die vakuumiert für den Transport. Auch diese Häute, ist alles weg? Du bekommst alles weg, ist die reine, nur die reine Schale? Der reine Kern. Der reine Kern, ja. Und der wird dann bei dir geröstet oder bekommst du den schon geröstet? Es ist so, wir rösten den dann bei uns, weil es ist folgendes. Du musst die Nuss direkt nach dem Rösten, wenn sie noch warm ist, zerkleinern, direkt in einen Neutralalkohol rein. Weil so saugen sie sich voll mit dem Neutralalkohol und du hast einen viel besseren Austausch bei der Mazeration, als wie wenn du das kalt machst. Kein, wenn ich das anschaue, darf ich schon vom Blut her sagen, das ist ein Brennnessel. Aber wirklich, es schaut fast so aus. Jetzt nur nicht. Mal. Ja, schon, es tut nicht weh. Ja. Jetzt rühr. Natürlich. Melissen. Ja. Aber jetzt muss ich dich fragen, ist eigentlich ein Unterschied zwischen Melissen und Zitronenmelissen? Melisse und Zitronenmelisse ist das Gleiche. Ist das Gleiche. Ja. Es gibt noch die Goldmelisse, aber das ist eine andere Familie, das ist Monada. Ja. Und dann gibt es noch die weiße Melisse. Aber das ist die echte Melisse, die heißt Melissa officinalis, die Heilmelisse. Immer wenn officinalis dabei steht, zum Heilen. Okay. Ja. Und der Zitronenduft, den hast du ja schon festgestellt. Ja. Das ist wunderbar. Und das lieben auch die Bienen. Melissa heißt nämlich auf Griechisch Biene. Und wenn man einen Bienenschwarm einfangen will, nachher muss man den kosten, mit Melissen ausreiben, und dann geht dieser Schwarm viel leichter rein. Ja, ich meine, alles, was man nicht gelernt hat, muss man halt irgendwann mal lernen. Ja. Aber nur für was? Ich meine, Melissen macht man softer, oder? Für was, was verwendet man eigentlich außer für Schnaps, die Melissen? Melisse wirkt sehr beruhigend und vor allem auf die Magennerven. Also wenn du einen überreizten Magen hast, dann nimmt man einen Melissengeist. Genau. Ja. Aber was ist eigentlich der Inhaltsstoff nachher, die Magennerven beruhigt? Ätherische Öle, die eben zitronenartig, also Zitrusdüfte haben. Und diese ätherischen Öle wirken eben beruhigend. Was würdest du jetzt dann sagen, für welche Gruppen, so wie wir es bei unserer Kräuterampel haben, würdest du jetzt dann sagen, dass die Zitronenmelisse geeignet ist? Eigentlich für alle Gruppen, für Gin, für Absinth muss es eigentlich gehen. Für Bitter und für Elixier. Elixier ist perfekt, weil Elixier ist ja genauso Pfefferminz. Ja. Inhaltsstoff Menthol, aber es passt perfekt zusammen. Also, ich werde es demnächst für meine Sachen probieren. Gut. Danke. Danke. Christian, schön, dass du heute Zeit und Lust hast, ein bisschen mit uns zu plaudern. Gerne. Was magst du eigentlich? Außer Schnaps trinken? Außer Schnaps trinken, ja. Also, ich bin Unternehmensberater, Consultant, sagt man auf Neudeutsch, und habe auch eine Leidenschaft für die Spirituosen, Whisky. Und auch vor allem den Haselnuss-Schnaps, den wir da heute uns verkosten. Und freut mich, dass ich von euch eingeladen worden bin, ein bisschen darüber zu reden und auch ein bisschen was Neues darüber zu erfahren im Hintergrund. Wir haben die Idee eingeladen, weil du gesagt hast, du hast ein paar Fragen an den Hubertus. Also ja, schieß los. Klar, die erste Frage ist natürlich, man liest bei uns überall, wenn man hingeht und dann, wenn man einen Haselnuss trinken will, dann liest man überall Haselnuss-Schnaps. Also, wo ist da der Unterschied zwischen Haselnuss Schnaps und wieso heißt das bei euch nicht Schnaps? Oder wieso heißt das Brand nicht Brand bei euch oder so? Ja gut, beides ist gar nicht so ganz richtig. Ja. Es ist ja so, Schnaps ist ja geschützt für österreichische Produkte
Das dürfen wir in Deutschland ja nicht schreiben. Und Brand kann es nicht sein, weil die Haselnuss halt nicht vergoren werden kann. Der hat ja keinen Zucker. Ja, okay. Das geht nicht. Also Brand wäre generell mal verkehrt. Wenn, könnte man noch Geist sagen. Man kann nur Fruchtzucker oder Stärke vergären. Anders geht es nicht. Okay. Naja, wir haben immer gedacht, als Kinder, da werden eigentlich die Mannerschnitten vergoren, aber schmeckt es so schmeckt, aber offensichtlich ist es dem nicht so. Ja, das ist eine interessante Assoziation, die der Mensch da hat. Wenn er geröstete Nüsse hat, wenn er Kakao hat, denkt er im Grunde schon an die Nussschokolade und da gesellt sich dann auch gern der Waffelton mit dazu. Also der klassische Geist ist ja der, dass die reine Haselnuss, ja, in der Brennblase mit dem Alkohol zusammen nochmal destilliert wird. Okay. Das ist der klassische Geist. Und wenn man jetzt noch Vanille mit ins Spiel bringt, Vanilleschoten, dann kriegst du diese Assoziation als Mensch, dass da auch der Waffelton dabei kommt. Das müsste aber dann Spirituose heißen, okay, weil die Vanille halt eine, gesetzlich gesehen, eine Aromatisierung ist. Aber okay, letztendlich ist es so, um diesen Effekt zu erreichen, muss ich sie haben. Ah, okay. Na, jetzt ist das wieder ganz was Neues, dass wir uns das meiste einbilden. Die Mannerschnitte bilden, machen wir es selber zurecht im Kopf. Genau. Ja. Die assoziiert der Mensch in der Kombi der Dinge, die wir da verwenden. Nur weil ihr gerade über die Technik redet, da gibt es ja den Geist auch noch. Ja, der Geist ist ja, Geist darf es nur dann heißen, wenn die Nuss oder Nuss-Nougat in der Brennblase mit dem Alkohol destilliert wird, ohne dass irgendetwas zwischendrin wie Vanille oder Mädesüße oder so etwas dazukommt. Und der hat aber nicht den Effekt, jetzt das, was wir im Glas haben, weil der Mensch nicht assoziieren kann, diese Manna-Schnitten-Töne. Das schafft der Mensch nicht, rein nur mit der Nuss. Er braucht die Verbindung mit der Vanille, dann kommt er auf die Nussschokolade und auch auf die Waffel. Genug zur Nuss, genug zur Technik. Jetzt trinken wir endlich, aber bevor wir jetzt trinken, mache ich kurz eine Definition, wenn ich falsch liege, korrigiere mich. Es ist leider wirklich so, den Haselnussgeist oder die Haselnussspiritose bezeichnet man immer mehr oder weniger als flüssige Mannerschnitten. Nur im Grunde genommen, was umschreibt man damit? Man umschreibt, man hat schon Waffeltöne drinnen, man hat Nusstöne drinnen, man hat Röstaromen sehr starke drinnen, man hat natürlich auch Vanille, Karamell. Das Ganze kann gehen bis in grüne Bereiche hinein, kann gehen bis ein bisschen, weiß nicht, in das Minzige. Aber im Grunde genommen, der klassische Haselnuss sind Röstaromen pur, kann auch ein bisschen Kaffee dabei sein, kann ein bisschen Kakao dabei sein. Und das ist eigentlich die Bandbreite. Bist du d'accord? Da bin ich voll bei dir. So, damit wir jetzt endlich einmal was trinken können, wir haben jetzt von dir die Haselnuss-Spirituose mit Piemontesernüssen. Kannst du die vielleicht einmal sensorisch zerlegen mit der Nase und mit der Aromatik? Gut, wir haben natürlich prägnante Röstaromen. Wir haben Nougat, wir haben Vanille, wir haben die Nuss und zwar eine, so wie man sich vorstellt, so eine weißfleischige Nuss, die gerade zerkleinert wird. Man muss das mal gerochen haben, was da wie der Zuckerbäckerei, wenn Nuss gebacken wird. Das haben wir in der Nase und flüssige Mannerschnitten wäre vielleicht da die bessere Beschreibung. Ja. Ja. Schauen wir mal, wie flüssig sie ist. Ach, das ist aromatisch. Ja, sehr breit. Man hat jetzt vom vorderen Teil hat man diese wunderschönen Röstaromen. Excellent. Und die gehen weiter. Der ist also auch sehr lang. Und man behält den Geschmack jetzt einfach nur richtig fein im Gaumen. Ja, und darum geht's. Genau darum geht's. Und das Produkt hat null Zucker. Das heißt, ohne irgendwelche Süßungen kann man auch das Aroma haben. Das ist wie und Nussöl, fast im Abgang ein bisschen, das Seiten bei mir. Ja. Es bleibt eher so diese Schoki-Waffel-Geschichte da, als ob man ein Stück Schokolade oder Mannerschnitten gegessen hätte. Das ist ja das Verrückte, aber ohne Zucker. Es ist unglaublich und man hat wirklich die puren gerösteten Haselnüsse, die nicht gedeckt werden durch die Waffeln. Ich habe jetzt ein zweites Produkt vorbereitet von der Firma Bauer aus Graz. Nebenbei sind auch Abfüller für Jägermeister. Das ist eine tolle Firma. Macht natürlich auch andere Produkte. Haben auch einen Handler bei. Und
das Produkt, die Haselnussspiritose, die wir jetzt haben, ist mit dem Kuss der Haselnuss. Ich würde sagen, küssen wir sie einmal die Haselnuss und schauen wir mal an, wie sie riecht. Robertus, beschreibst du sie bitte? Ja, das ist jetzt ein bisschen andere Röstaromen, die da drin sind, mehr dunkle Schoki, die man dann auch riecht. Ja, ja, und etwas grüner, die Nuss. Ist auch so kakaopulverig. Kakaopulverig, ja. Ein bisschen staubig, ja. Ja, jetzt schmeckt man sie mal. Das geht mehr so Richtung in Hanuta-Waffeln hin. So waffelig, nicht Mannerschnitten im Geschmack. Ja, das ist eher mehr wie, hat dann süß, schmeckt auch süßer. Gut, der hat Zucker. Ja. Das ist jetzt eine andere Variante. Was aber nicht negativ ist. Das ist eine andere Variante, weil viele Menschen können ja mit 40% nicht umgehen im Gaumen. Das ist zu scharf und mit dem Zucker breche ich dann so ein bisschen die Schärfe. Ja. Führt natürlich auch dazu, dass er jetzt hinten breiter wird dadurch mit dem Zucker. Und ich denke, dass mancher Verbraucher das einfach sehr, sehr gut findet, wenn die leichte Süße, die hinten ist, das Produkt nochmal so richtig schön breit macht. Da meinst du, du würdest so Creme, so Haselnusscreme essen. Aber trotzdem mit 33% Alkohol und deiner hat, glaube ich, 40%, oder? 40%, ja. Macht natürlich auch einen Unterschied von der Dichte. Das geht ja bei der Spirituose. Du kannst bei der Spirituose auch unter die 37,5 gehen. Deshalb ist das alles, das passt alles. Robertus, ich habe noch ein drittes Produkt vorbereitet. Ja. Das wird dir wahrscheinlich auch sehr gut gefallen. Das ist jetzt ein Geist. Und zwar aus Deutschland, ein Haselnussgeist, wird im Norden Deutschlands destilliert. Und zwar der Dolle Rupper, damit ich es herausbringe, Haselnuss. Schenken wir uns bitte ein und dann gerne werden wir dann mal sensorisch zerlegen. Passt schon? So. Der Geist ist eigentlich jetzt die hochwertigste Form, oder? Von der Produktion her. Also sagen wir mal so, die hochwertigste Form ist die destillierte Form. Geist muss destilliert sein. Wenn eine Spirituose auch destilliert wird, ist sie natürlich gleich hochwertig. Aber wenn Geist draufsteht, muss auch Geist drin sein. Folglich, der Verbraucher kann immer davon ausgehen, weil beim Geist er ein sehr hochwertiges Produkt hat im Bereich der Haselnuss. Nur der Geist ist jetzt von der Aromatik her differenzierter zu betrachten als die Spirituosen zuvor, oder? Ja, das ist anders. Ich habe ja am Anfang auch erklärt, dass der Geist selber ja keine Vanille haben darf während des Brennprozesses und dadurch natürlich der Mannerschnitteneffekt etwas ausfällt. Puristischer? Bitte? Puristischer? Ja, kann man sagen. Also puristischer, eindeutiger, nur auf der Nuss. Ja? Wenn man jetzt die Nuss pur isst, ist man da etwas näher, weil ja der andere Effekt wegfällt. Und ich denke, gehen wir doch mal rein in das Produkt. Trinkt man nochmal? Ja, das ist schon die Nussschale. Ja. Das ist auch staubtrocken. Staubtrocken, Schoki, hat auch absolut keinen Zucker, so wie ich das jetzt wahrnehme. Richtig toll. Auch 40%? Die reine, muss ich schauen. Ja, 40%. Die reine Nuss und nichts als die reine Nuss. Unglaubliche Dichte, schöne Explosion am Gaumen. Und schöne Länge. Ja. Toll. Meine Herren, wir waren jetzt in Piemont, wir waren jetzt in Deutschland, aber jetzt ist es Zeit, dass wir unsere heutige Sendung beenden. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Es war wirklich spannend, eine auf die Nuss zu bekommen, beziehungsweise oder die Nuss zu knacken. Die Nuss zu knacken, so muss man es eigentlich sagen. Bei Ihnen bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn Ihnen die Sendung heute gefallen hat, sind Sie wieder mit dabei das nächste Mal. Wir würden uns sehr freuen. Auf alle Fälle, Salute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.